Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. In meinem heutigen Video habe ich euch ja versprochen, meine super geniale Nachspeise vorzustellen. Und ich habe dieses Video schon mal gemacht, vor ein paar Tagen, und wollte es in meinen Kanal reinstellen und habe feststellen müssen, dass die Firma YouTube mir schreibt, dieses Video wurde vom Nutzer gelöscht. Und da habe ich natürlich drüber geärgert, könnt ihr euch vorstellen, weil das einfach nicht stimmt. Ich habe dieses Video nicht gelöscht. Naja, wie dem auch sei, habe ich mir gedacht, dann machst du es halt einfach nochmal. Okay? Weil ich wollte euch ja unbedingt sagen, wie super einfach und toll diese Nachspeise ist. Also nur fange ich jetzt gleich an. Ich brauche für mein Rezept 2 Esslöffel Haselnussmus. Manchmal verwende ich auch Mandelmus, aber dann schmeckt es halt nicht nach Nutella. Dann brauche ich ein Kakaopulver. Ich nehme meistens einen halben Teelöffel. Und dann brauche ich noch Karobpulver. Da nehme ich meistens 2 oder 3 Teelöffel. Beides von Vitakeim in Rohkostqualität. Dann brauche ich dazu, das ist jetzt Erythrit und Xylit. In dem Video rechts oben sage ich euch dann, was Erythrit ist und was Xylit ist, wenn das jemand noch nicht weiß, wie gut das ist für unsere Zähne. Ich habe jetzt das Xylit, das ist Birkenzucker, umgefüllt in eine kleinere Dose. So, und auch mein Kakao und mein Karob habe ich umgefüllt. Dann fangen wir jetzt mal an. Da oben drauf auf dem Glas Haselnussmus befindet sich immer das Öl von diesen Nüssen. Gell, das kann man natürlich verrühren, wenn man das will. Ich mache es immer so, dass ich so seitlich ansteche, bis möglichst nach unten. Sieht man das gut? Und dann fische ich mir da einfach einen Esslöffel raus und noch einen und tue immer schauen, dass ich da auch ein bisschen Öl dabei habe, so dass sich das gut vermischen kann. Ungefähr 2 Esslöffel nehme ich da. Dann einen Teelöffel Erythrit. Einen Teelöffel Xylit. Das kann man natürlich auch beliebig variieren, wie süß man das will, weniger oder mehr süß. Dann einen halben Teelöffel Kakao nehme ich. Und 2 bis 3 Teelöffel von dem Karopulver. Und es wird dann vermischt, einfach nur mit dem Löffel. Also ich brauche für dieses Rezept keinen Mixer. Sollte es euch zu trocken sein, könnt ihr da gerne ein paar Tröpfel Wasser noch reintun. Ich komme meistens ohne aus, aber es ist natürlich jederzeit möglich, da ein bisschen Wasser reinzutun. Kommt natürlich darauf an, wie viel Anteil an dem Öl da drin ist. Dann braucht man entweder ein Wasser oder man braucht keins. So, und schon ist diese super geniale Nachspeise fertig. Ja, wenn sich ganz schnell ein Besuch ankündigt bei euch oder ihr braucht es einfach selbst, um euren Hunger auf süß zu stillen, da habt ihr ganz was Kostbares, Wertvolles für eure Gesundheit getan. Ja, genau. Und das war's schon. Gell, ist das nicht toll? Also mich freut das jetzt mal, wenn ich mir das zubereite, dann lacht mein Herz schon und meine Nase.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen lieben Kommentar schreibt. Und ich wollte euch noch sagen, ihr könnt dann natürlich alle möglichen anderen Sachen verwenden. Ein Mandelmus zum Beispiel, da schmeckt es halt nicht wie Nutella. Oder ihr könnt es auch zum Süßen einfach nur Xylit oder nur Erythrit verwenden. Das ist halt gut, wäre gut für die Zähne. Oder ihr könnt es natürlich auch Datteln verwenden oder Dattelmus oder die Süße, die euch taugt. Alles ist willkommen. Auch Kakao separat, also nur Kakao oder nur Karob ist auch toll, gell? Je nachdem, was man halt so will. Also der Kakao, der regt halt stark an, sag ich jetzt mal. Sollte man vielleicht nicht kurz vorm Schlafengehen nehmen, weil sonst ist die Nacht gelaufen, weil sonst kann man nicht schlafen. Also mir geht es wenigstens so. Ja, meine Lieben, ich mache mir die Nachspeise zurzeit fast jeden Tag, gell? Weil es einfach schnell geht und das schätze ich daran. Und ich brauche keinen Mixer. Man kann das einfach in einer Tasse anrühren. Oder ihr könnt es natürlich auch mixen, gell? Wie euch das beliebt. Ja, meine Lieben, das war jetzt mein Video und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaut's auf euch. Viel Gesundheit und alles Liebe von mir. Servus, fährt euch.